Hallo und herzlich willkommen auf der Hohen Warte zum ersten EFL-Saisonspiel der Raiffeisen Vikings. Hinter mir wird trainiert, nämlich unsere Wiener haben sich eingeladen als Gegner die Spanier, die Badalona Dregs. Wer gewinnen wird, ist insofern sehr spannend, weil die beiden haben Punktegleichstand. Die Mannschaft, die gewinnt, wird nämlich ins Viertelfinale aufsteigen. Schauen wir, ob die starken Spanier von uns geschlagen werden können. Viel Spaß! Von Beginn an diktierten die Vikings das Geschehen auf dem Platz. Quarterback Chris Groß fand keine Anspielstation, also lief er gleich selbst in die Endzone und machte die ersten Punkte für die Vikings. Die Spanier waren mit weniger als 30 Mann angereist und mussten teilweise auf beiden Seiten des Balles spielen. Für den zweiten Touchdown sorgte Chauncey Calhoun nach dem weiten Zuspiel von Chris Groß. Zur Halbzeit lagen die Wikinger mit 17:0 voran. In der zweiten Hälfte verlor das Spiel an Fahrt. Für den letzten Touchdown der Wiener und den Endstand sorgte Stefan Holzinger. Die Vikings gewannen ihr erstes EFL-Spiel 2010 gegen die Badalona Dregs mit 24:0 ohne zu glänzen und treffen nun auf Paris Flash. Christoph, ich gratuliere. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht ein bisschen durchwachsen. Ich meine, wir sind nach der hohen Niederlage letzte Woche von Innsbruck zurückgekommen und haben ihm da unbedingt mehr zeigen wollen, als wir dort gemacht haben. Und es ist ein hartes Spiel geworden. Ich meine, sie haben ihre Playmakers. Sie haben zwar nicht viele Leute in ihrem Team, aber sie kämpfen hart und da kann man sich eine Scheibe abschneiden von der Einstellung, die sie haben. Flo, Gratulation zum Spiel. Wie geht's da? Bist du zufrieden? Nein, überhaupt nicht, muss ich zugeben. Danke auf jeden Fall nochmal, aber es war sehr durchwachsen, unser Spiel. Wir haben viele Fehler gemacht, ganz besonders auch von unserer Offensivseite.
Aber man kann immer nur besser werden und wir werden aus den Fehlern lernen und jetzt dann weitermachen und daran arbeiten. Die Saison hat erst begonnen, das heißt große Vorsätze, oder? Natürlich, also Österreich ist eine der stärksten Ligen überhaupt, ganz besonders in Europa und wir wollen die Besten sein, das ist unser Ziel, absolute Perfektion. It was a tough game. I mean, that team plays extremely hard. Everybody that's wearing this gold jersey respects every single member of that team. They play the game the way it's supposed to be played, and that's why we struggled, because they play so damn hard. Christoph, aus der Defense-Seite, wie bist du zufrieden? Ja, mit einem 0-0-Sieg muss man immer zufrieden sein. Allerdings sollten wir unsere Leistung noch wesentlich steigern für das Spiel kommende Woche gegen Graz. Dafür wird es nicht reichen. Also wir müssen uns auf jeden Fall steigern. Wir haben gewonnen, so gut. 24-0, ich sage überhaupt nichts. Ein Win ist ein Win, sozusagen. Wir können besser spielen, das ist ganz klar. Die erste Halbzeit war in meiner Meinung sehr gut. Wir haben 3 Possessions on Offense, 3 Scores gehabt. Wir haben ein bisschen Time-Management-Problem am Ende, an der letzten Possession. Aber ganz im Großen, das war ein Average Win. For the Vikings. Das Stadion hat sich geleert. Mein erstes Footballspiel ist zu Ende gegangen. Ich gratuliere den Vikings. Freue mich aufs nächste Mal. Die Saison hat für euch gut begonnen. Und das nächste Mal sind wir wieder hier, nämlich gegen die Grazer. Alles Gute, schönen Sonntag noch.